Höflichkeit, Bescheidenheit, Ehrlichkeit, Hilfsbereitschaft, Mut, Respekt. Ja, das sind die Werte, die jetzt in der Gesellschaft so aus unserer Sicht von der Wichtigkeit her oben anstehen. Und das ist im Deutschen Karateverband so in diesem Konzept, dass es der einzige Verband ist, der integriert in diese Karatestunde diese Werte bespricht und letztlich auch in die Familien trägt. Und das ist im Deutschen Sportbund wirklich sensationell und neu. Das ist ein richtig starkes Konzept. Trainerinnen und Trainer, die motiviert sind, den kleinen Kiddies Werte spielerisch im Training zu vermitteln. Und in diesem Format, so wie das aufgebaut ist, ist es für mich bisher einmalig. Die Werte, die wir im Karate lernen, die werden in die Familie getragen. Und ich finde ganz besonders an diesem neuen Konzept, dass die Kinder nochmal verinnerlichen, was eigentlich die Werte im Karate sind. Das ist einem, glaube ich, wenn man noch klein ist, gar nicht so bewusst. Das kriegt man dann erst ein bisschen später überhaupt mit, was man da so, was einem beigebracht wird. Und das lernt man halt dann schon wirklich, wenn man klein ist. Am Anfang der Stunde oder am Ende der Stunde machen wir so eine kleine Gesprächsrunde sozusagen. Da bringen die Kinder total viele Beispiele mit rein, irgendwie wie die Werte im Alltag erlebt haben oder wo mal Mut wichtig war oder wo Höflichkeit mal wichtig war und Wertschätzung. Und dann nehmen die Kinder das ja auch mit nach Hause und erarbeiten das mit den Eltern weiter und bringen dann so Aufgabenzettel wieder mit in die Gruppe und dann kann man das nochmal gut nachbesprechen. Der Karateverein als Institution der Sozialisation neben Familie, Kindergarten und Schule. Sie werden ja ausgezeichnet mit einer Urkunde des Deutschen Karateverbandes und dann eben mit diesem berühmten Sticker. Und die empfinden, die sind stolz, dass sie jetzt was sagen können über Mut, dass sie jetzt was sagen können über Ehrlichkeit und Höflichkeit. Sie lernen da nicht nur oder sind da nicht nur sportlich aktiv und lernen nicht nur Karate, sondern wenn sie on top noch Werte vermittelt bekommen, und zwar, ich habe es mir ja angeschaut, jetzt nicht mit Drill, sondern wirklich vermittelnd und so, dass es einem Spaß macht, dann ist das eine sehr, sehr gute Sache, wo Eltern erstens sehr zufrieden sein können, und also, dass es dieses Angebot gibt, und zweitens ihre Kinder wirklich guten Gewissens in den Karateunterricht oder zum Training schicken können. Man muss die Sachen können und wissen. Gut, weil man einfach auch mal Abwechslung hat zum Trainieren. Ich bin sehr stolz auf mich, dass ich alle geschafft habe. Ich möchte gerne auch noch mehr Werte machen.